Hallo und willkommen bei Lika. Heute mache ich einen zweiten Teil von einem Fingerknopf-Video. Im ersten Teil habe ich ja das hier gemacht. Und jetzt mache ich einen zweiten Teil. Das hat mir meine Mama letztens wieder beigebracht. Und dazu kann man auch zwei Fäden benutzen. Ich weiß nicht, ob man beide Fäden gut sieht. Einmal grau und einmal weiß. Dass ein Kontrast ist. So, jetzt beginnen wir mit gleich lang machen. Man kann auch von gleich einem Wollknäuel das runter machen. Ich mache hier so einen Knoten rein. Ich mache eine kurze Pause, dass ich die Kamera verstehe. So, ich habe mir noch schnell auch noch ein anderes Label angezogen. Jetzt machen wir hier so eine Schlaufe. Dann fahren wir hier mit dem anderen Finger durch, holen den anderen Faden so mit dem Finger. Und dann lassen wir den ausgreifen um und ziehen so. Dann nehmen wir den wieder so. Und so macht man eigentlich immer nur weiter. Und dann wird das schon fester. Also nochmal zum Erklären. Ich habe hier jetzt so die Schlaufe. Jetzt fahre ich mit dem anderen Finger durch. Hol den anderen Faden, dass der hier hinten ist. Jetzt greife ich mit der Hand so hin auf das harte. Und dann ziehe ich den grauen Faden hinten. Und so macht man einfach nur weiter. Dass ihr mir nicht so lange zuschauen müsst. Ich mache kurz eine Pause mit dem Filmen und dann könnt ihr weiterschauen. So, ich mache jetzt noch eine kleine Erklärung. Ich habe hier noch ein bisschen weiter gestrickt. Jetzt hier fahre ich mit dem zweiten Finger durch, hole den anderen Faden, dass der da drauf ist. Dann nehme ich mit der Hand da unten, dann lasse ich den aus und ziehe da an. Und so eigentlich immer nur weiter. Und ich zeige jetzt auch noch einen wichtigen Teil, nämlich das N. Ich mache nur einen ganz dünnen Faden. Und hier probiere ich das Muster zu zeigen. Hier wird noch kurz eingeblendet, wie das jetzt ausschaut. So, jetzt erkläre ich das Ende. Ich mache hier noch einmal. Und jetzt, eigentlich müsste man das am Ende vom Faden machen. Ich habe noch ein bisschen mehr Faden. Jetzt gehe ich mit dem anderen einfach rein und ziehe den ganzen Faden einfach durch. Und jetzt ziehe ich da einfach auch an. Und fertig ist das Band. Man kann es natürlich auch länger machen. Aber ich mache es jetzt nicht so lang. Kamera ist umgefallen. So. Ich lass bitte ein Like und ein Abo da, das wird mich sehr freuen. Hier anhalte die Schnur. Freundschaftsbänder. Aber nur so als Schnur. Ich glaube, man kann es auch als Halskette nehmen. So, wenn man es in den richtigen Farben macht, auch in den Haaren, glaube ich. Bei mir ist es ein bisschen zu lang. Und ich weiß nicht, als was man es noch verwenden kann. Und ich finde, es ist sehr leicht. Der Anfang ist ein bisschen schwieriger. Man kann es ganz, ganz sorgfältig machen, aber auch schnell. Und es wird mich eben noch sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Tschüss!